Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Path of Exile. Wir questen weiter, Akt 2. Wir haben ja jetzt letzte Folge die beiden neuen Gems, Herald der Asche und Blutrausch, als Belohnung bekommen. Und da ich keinen roten Slot mehr frei hatte, habe ich jetzt die Rüstung gerollt mit der Färbungssphäre. Klickt man so an, dann geht man hier drauf und dann rollt das. Mache ich jetzt nicht, weil wir jetzt aus drei grünen Slots jetzt auch ein grün und zwei rote gemacht haben. Da kann ich jetzt die neuen Gems reinstecken. Und ihr seht, dass wir die jetzt aktivieren können. Blutrausch. Eine Sekunde Abklingzeit. Also Herald der Asche ist eine Aura. Wird einfach mehr Mana reserviert. Das läuft. Aber Blutrausch muss man scheinbar regelmäßig aktivieren. Bisschen Schaden über Zeit. 7 Sekunden hält das an. Gut. Den Gürtel nehme ich mit zum Scourgen. Weil mir gerade noch die Rüstung drin, die bald fertig ist. Geht Leben runter, 7 Sekunden lang. Und Energy Shield. Dafür wird Leben geraubt vom physischen Schaden. Das ist nice. Und erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Ja, Buff, der 7 Sekunden hält im Moment auf dem Level. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und wir machen weiter, indem wir jetzt mal den zweiten Banditen jagen. Da lang. The moon was full the night of the black storm. It was full again. They have come for me. They have come for my daughters. Bravallo called out while the others skulked and muttered in the darkness. Corrin went to them, arms open, welcoming. The nightmares told her to. Zerstörte Brücke. My uncle tried to stop her. Bravallo crushed his skull with his smith's hammer. Screamed like monkeys and beat themselves bloody trying to get in. I had no security spent. I took my two youngest and fled through the cellar, following the tunnel to the mill. All we can do is hide and fight. God help us. Wegpunkt. Nice. Verbindungssphären braucht man dann jede Menge später, um seine 6 Links zu rollen. Das kann schon mal 1000 Verbindungssphären oder so kosten, wenn man Glück hat oder normal oder wie auch immer. Ich hatte schon mal beim ersten Char 1000 Sphären verbraucht, ohne einen 6-Link zu erhalten. Hab dann aufgegeben und die einfach 6-Link gekauft. Das war mit Handeln. Aber jetzt spielen wir solo selbst Found. So dass wir selber rollen werden. So, Scourge ist voll. Mana wird echt kritisch hier langsam. Wir werden ja noch einen Herold dann noch uns holen.
6 Leben und auch nur weniger als die Hälfte Rüstung und Ausweichwert. Stärke von 25 Leben, okay. Das müssen wir uns in der Stadt mal genauer angucken. Könnte aber interessant sein, weil dort 30 Leben drauf sind. Ja, Leben geht schon runter irgendwie durch den Buff. Leckt's auch noch. Kriegsbanner haben wir noch. Ja, also wir suchen hier jetzt den nächsten Banditen. I believe in traveling light. Ja, hier geht's los jetzt. Heard you toppled a big tree. Und wir töten alle drei Banditen für 2 extra Skills, also Trade töten. Thank you.
Bingo. Bingo. A pity your mind wasn't as swift as your blades, brick rat. Hat mir den zweiten Banditen erwischt. Ich mach bloß noch das Scourge voll hier. My spirit is spent. Gut. Dann gehe ich jetzt kurz in die Stadt, Tasche ausleeren. Dann können wir auch schon den nächsten Banditen krallen. Gut, wir machen weiter mit dem Banditen am besten, ja. Jetzt wird es den dritten Banditen uns noch schnappen. Dann haben wir direkt zwei Skillpunkte extra. Rechts seht ihr die Gems. Die grau sind, die können wir nicht leveln im Moment. Da wir noch unser Level zu low ist. Und die roten, drei roten stehen kurz vor der Fertigstellung. Qualität und Stimmen, das ist. Oh, die sind jetzt auch am Limit, krass. Triple Link. Das ist immer nice für eine Färbungssphäre. Crafting material. Gut, da haben wir auch gescourged. Müssen jetzt aber den Weg finden. Jetzt weiter. Oh, Sprunghieb auch gemaxt. So. So.
Hier soll es theoretisch irgendwo der nächste Bandit hocken. Können wir gleich auf den Stuff hochsetzen, die Gems weiter leveln. Plus 10 Geschick. Okay, Westwald suchen wir. Nice, dass der Tote den Schaden zieht.
Adrenaline. My spirit is spent. Wow. Hatte ich kurz Panik, dass das Fenster aufgegangen ist. Mit Leben verringert der Verteidigungswert, das ist gut. Dieser Schaden. Interessant. Nächsten Gürtel rein. Schauen wir uns in der Stadt an. I can't do this just yet. I believe in traveling light. Yes, Westwald. Da wollten wir hin. Da finden wir den dritten und letzten Banditen. Scherben nehmen wir mal mit zum Scourgen und Craften. Crafting Material. Da wir halt durch Scourgen aus weißen Items gelbe machen können. Und mit dem gelben, mit der gelben Bauernscherbe können wir halt die maximale, den maximalen Fist Damage rausholen. Beim Waffe craften, so dass sich das anbietet, Bauenscherben zu skirchen. Find you, Doedri Stamatis, guilty of the following transgressions against God. Perversion of God's creation. Promotion of heretic beliefs. Unlawful enslavement of eternal citizens. Torture of the innocent. Murder of the servants of purity. For these must all your crimes. Do sentence Doedri Darktongue to burn at the stake till mortal may her life serve as penance for the lives she has taken, and let purity sweep away the dust of her deeds from our firmament. Our Templar Vols, commander of purity. So, Vitalität wollte ich erst noch aktivieren. Jetzt haben wir wieder alles drin. Scourgen kann man noch.
Hier gibt's wohl den Bandit. Arteri, my beautiful. Oder auch nicht, das war ein anderes Quest. My spirit is spent. Gut, dann mache ich erstmal die Tasche leer. Danke fürs Zusehen. Checkt die PoE-Playlist und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, tschüssi.